So, schauen wir mal nächstes Beispielvideo. Irgendwie laufen die jetzt nicht so rund, weil das gerade eben hat das Deck nicht gezeigt. Wäre schön, wenn ich jetzt auf dem Kontrolldeck treffen würde, was man halt in Legende doch häufig sieht, weil alle mit ihren tollen Strategien dann da unterwegs sind. So, und also Pirate Warrior habe ich auch gesehen, aber der hat vorhin dreimal gegen mich verloren. Also, was auch ein bisschen schade war, der hieß irgendwas mit Saiyan Saiyajin und da hat mich gewundert, dass er nicht in meiner Freundesliste ist, weil das ja halt schon irgendwie meine Passion ist. So. So. Schauen wir mal weiter. Nicht das Secret Mädchen. So, Reno wäre eigentlich ganz cool gewesen davor, aber dann konnte ich halt, hatte ich noch doppelte Karten im Deck und so und da konnte ich den halt eh noch nicht spielen. So, dann zeig mal her, was du bist. Münze hast du nicht, okay. So, wobei ist dieser Archäologe wäre eigentlich schon so ein Standardzug oder halt der andere Zweier, genau. Aber er bräuchte jetzt drei Mana auf jeden Fall, um ein Secret zu spielen, wenn er Secret Mage ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie das genau laufen wird, aber weil wenn er seine Fähigkeit benutzt, ist das eigentlich ja nicht so doll. Aha. So, jetzt kommt er aus dem Busch. So, ist das Counterspell oder ist das der Spruch, der mir ins Gesicht prügelt? So. Warte mal, ich krieg 4 Schaden und heile 4, oder? Okay, machen wir so. Weil im Idealfall kann ich dann jetzt die 2 abwehren und die 4 heilen und bla. So, Counterspell war es ja wohl nicht gewesen. Könnte aber jetzt kommen tatsächlich. So, da haben wir den Counterspell. So, und das kommt nicht wieder zurück auf seine Hand. Der ist weg. So. Jawollo. Vielleicht wollen wir es hier nicht machen, mein Freund. So. Suchen wir den Spaß mal nochmal. Das hat gerade so toll funktioniert. Das Secret Mage ist irgendwie nicht das Deck, was ich jetzt hier so erwarte, aber okay. So, dann wird es das sein, wenn man angreift, nehme ich an. Ja. Okay. So, mal sehen, mit was du jetzt aus dem Busch kommst. Also Counterspell ist einmal raus. Ups, was war das? War auf jeden Fall nicht Hearthstone. Bei Steam sehe ich auch nicht so. So, Secret 1 erledigt. Okay, der ist. Ah, okay, das ist er doch. Okay. Also 4 Karten zu ziehen, ist schon echt der Wahnsinn, muss ich sagen. Und jetzt könnte ich gleich auch ohne Ende weiter Karten ziehen. So, und was spielst du? 2 Secrets, ne? Stört jetzt nur, dass ich nicht 2 Zauber auf der Hand habe, also zweimal die Pfeile oder so. Und jetzt funktioniert Reno sehr schön. So. Also ob ich jetzt die Pfeil mache oder den, es nimmt sich nichts. So, okay.
So, irgendwas kriegt er wieder zurück auf die Hand. So. Also er hat auf jeden Fall noch einen Counterspell im Petto. So, er kann mich nicht töten, also bin ich mal so frei. So. So, Taurissan haben wir noch nicht. Ist auch gar kein Secret gespielt. Jetzt habe ich dich so aus der Fassung gebracht. Ah, okay, ich verstehe es so. Excuse me, you are on fire. I'm late. Also ich vermute, dass das jetzt tatsächlich Counterspell ist. Wenn nicht, wäre umso besser, aber werden wir gleich sehen. Okay, es war offensichtlich nicht Counterspell, so. Da muss das jetzt wirklich Counterspell sein. Oh, du hast noch was übrig. So, jetzt haben wir die Counterspell-Sache erledigt, okay. Jetzt müssen wir uns darum schon mal keine Sorgen machen. Das Einzige, was uns jetzt nur noch irgendwie treffen kann, ist das Secret, dass er mein Monster in Schaf verwandelt. So, Counterspell kann es ja schon mal nicht sein. So, okay. So, jetzt sollte er sich schon ein bisschen ranhalten. So, Taurissan und Mekaton sind die letzten beiden Karten. Aber es sieht jetzt schon echt doof für ihn aus. Ja, was soll er jetzt machen? Mit den 6 Karten, 7? Ne, 6. Okay, Beispiel 2 gegen Secret Mage ist ein bisschen doof, aber okay.